Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Tears of the Kingdom. Ach, guck mal, das Konstrukt hat sich zum Schlafen hingelegt. Das ist ja süß. Okay. Das Handwerkerkonstrukt legt sich also hin, wenn es schlafen will. Mach ich die Kiste auch damit kaputt? Nein. Alles klar, gut zu wissen. Aber so kriegen wir die kaputt. Hier kann ich mir wieder eine Energiesphäre rausholen. So, jetzt schauen wir mal, was denn Rauro zu sagen hat. Wartet mal, ich will mal versuchen, ob ich mir hier so ein Glühwürmchen fangen kann. Schleichwürmchen. Diese Insekten leuchten nachts. Als Medizinzutat erhöhen die fluoreszierenden Komponenten ihrer Körper die Konzentration und ermöglichen eine leisere Fortbewegung. Okay, wir fangen uns mal ein paar davon. Die können wir bestimmt auch wieder gut gebrauchen. So, da sind auch noch zwei. Die nehme ich sehr gerne mit. Da. So. Okay, soll mir reichen. Gut. Mein lieber. Nee, warte, da sind noch welche. Die will ich auch noch haben. Reicht mir doch noch nicht. Hallo, komm runter. Was war das denn da gerade? Ein Ballon? Habt ihr das gesehen? Ah, schade. Na gut, egal. Drüben war. Da, seht ihr das? Ist das der Mond oder ist das ein Ballon? Moment. Hinter der Wolke jetzt quasi. Da. Was ist das? Oder ist das auch so eine Himmelsinsel? Also, Rauru, was gibt's denn? Noch immer arbeiten sie unermüdlich, ganz wie sie es immer taten. Ursprünglich hatten wir sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Doch schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihren Aufgaben nachgehen, so ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Melancholie. Okay. Gut. Ich werde mal weitergehen. Zum nächsten Schrein. Was haben wir denn da? Weiß nicht, ob ich das schaffe, hier rüber zu kommen. Brauche ich da ein Brett oder sowas? Aber hier ist kein Brett. Hier sind nur Holzstämme. Kann ich dann vielleicht so einen Holzstamm da drüber packen? Ich glaube, der ist zu kurz, ne? Wir versuchen das einfach. Ah, ich kann mir doch aber eine Brücke, eine längere Brücke bauen. Sekunde. Ich kann das doch einfach zusammenbauen. Ja. Oh Gott. Mein Nupsi vom Controller ist schon wieder abgegangen. Wir kennen das Problem, nicht wahr? So. Dann klebe ich mir das hier so dran. Und ein bisschen tiefer. So. Zack. Und dann mache ich das nochmal. Hinten dran. So. Auf. Und so. So. Zack. Und so. Ich meine, ich wäre da wahrscheinlich auch so rüber gekommen, aber sicher ist sicher, ne? Das müsste doch jetzt als Brücke gehen. Und? Reicht das? Wenn ich mir das hier so drauflege? Oh. Ach ja, warum denn nicht? Komm. Yay. Hat geklappt. Da will ich hin. Sekunde, ich muss den Nupsi nahe wieder drauf fummeln. Ah, immer diese Nupsis. Was haben wir denn hier? Das kann ich ja bewegen, haben wir gerade gesehen. Okay. Kann ich das einfach so hier so dazwischen?
So vielleicht? Müsste doch reichen. Hep. Oh, Link, um Gottes Willen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er fällt da halt fast runter. Ah, eine Kiste. Leute, wir haben eine Truhe entdeckt. Sehr schön. So. Die lebe ich natürlich sehr gerne mit. Ist nichts drin. Was zum Anziehen vielleicht? Das wäre sehr toll. Ein Bernstein. Sieht viel schöner aus als vorher. Nicht mehr so blobbelig. Versteinertes Baumharz mit einem geheimnisvollen gelb-roten Schein. Es wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Okay, nice. Nice, nice, nice. Da drüben war ich gerade, genau. Meine tolle Brücke. gut. Hopp. Und hopp. Sehr gut. Okay. Könnten wir jetzt erstmal hier lang gehen? Da ist wieder so ein Fischi. Hier, Fischi, 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 Fischi. Mir ein paar Fische fangen kann, wenn ich ganz vorsichtig bin. Halt, bleiben Sie stehen. Fisch. Yes, uralter Arowana. Ein sehr lebhafter Fisch, der seit Urzeiten dasselbe Aussehen hat. Der Verzehr des nährstoffreichen Fleisches füllt deine Herzen ein wenig auf. Wir brauchen bestimmt wieder einen Fisch für irgendwas. Sage es euch gleich. Der Stein, der sieht doch sehr verdächtig aus. Ich will da jetzt trotzdem nochmal gucken, ob es nicht doch Crocs gibt. Ah, da war wieder ein Fisch, verdammt. Naja. Also, Croc? Ja! Hallo! Haha, du hast mich gefunden. Ein Croc. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ja, natürlich. Ich bin ein Croc, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib's ihm doch bitte zurück. Ein Crocsamen. Oh nein, ich befürchte Schlimmes, Freunde. Diesen kleinen Samen hat dir ein Croc geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Ja, okay. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Okay. Wir dürfen also wieder Crocs sammeln. Ich freue mich. Man ja auch wieder ein goldenes Häufchen bekommen kann? Gute Frage, Freunde. Gute Frage. Wir werden sehen. Es gibt wieder Crocs. Ich freue mich so sehr. So, hallo. Guten Tag. Ein Bogen. So, guten Tag. Zeigst du mir, wie man Bogen schießt? Psst. Still. Ich jage. Du jagst? Exakt, ich jage Wild, das in diesem Wald haust. Moment, dich habe ich doch zuvor noch nicht getroffen. Dann hör gut zu. Eine Aufgabe von uns Konstrukten ist es, Leuten wie dir Sachverhalte zu erklären. Deshalb solltest du auch andere Konstrukte ansprechen. Sie werden dir deine Fragen beantworten. So, nun zum Punkt. Bei der Jagd erlegt man Wildtiere, wie zum Beispiel die, die hier im Wald leben. Das Fleisch von Wildtieren ist für organische Lebewesen ausgesprochen nahrhaft, jedoch sind sie auch furchtbar scheu. Wer jagt, darf keinen Ton von sich geben. Vor Pirschen im Ducken ist das A und O für eine lautlose Jagd. Okay. Pfeil und Bogen sind ideal, um aus der Ferne anzugreifen. Am schlauesten ist es, auf
Schwachpunkte der Beute zu zielen. Hier in der Nähe sollte ein Bogen sein. Ich schenke ihn dir. Tu damit, was du möchtest. Viel Zeit ist bei der Jagd vergangen und mir scheint... Nein, ich habe den Klang der Zeitglocke gar nicht gehört. Ich will nun etwas ruhen. Wenn ich etwas für dich tun kann, sag, aber sag leise. Okay. Jetzt legt es sich hin. Wir können ja mal mit dem Bogen schießen. Ich glaube, man muss auf den Kopf zielen, ne? Oh. Mist. Menno, da habe ich's verfehlt. Naja, gut. Dann eben nicht. So. Na? Ah, sehr schön. Pfeile. Pfeile. So. Mist. Ah, gut. Hier kann ich mir wieder eine Brücke bauen. Nach da unten. Ist da denn was, was ich haben möchte? Momentan kann ich erstmal nichts erkennen. Lassen wir das erstmal und gucken erstmal weiter. So. Im Wasser sind wieder Fische. Da haben wir wieder so Plattformen, die wir bewegen könnten. Okay. So, noch mehr Fische. Vögel. Der Vogel gerade ertrunken da hinten? Ich weiß es nicht, Freunde. Da oben ist Rauru. Da möchte ich gern mal hin. Ich habe ihn getroffen. Sehr gut. Wild. Fleisch von den Tieren in Wald, Feld und Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen auf. Wundervoll. Da oben kann ich, glaube ich... Ach nee, ich dachte, ich könnte da was in die Luft sprengen. Aber kann ich gar nicht. Was haben wir denn? Hier ist noch ein Konstrukt. Spreche erstmal mit dir. Hier lernen wir es kochen. Sehr schön. Hallo. Das wird schmecken, da bin ich sicher. Bitte verzeih meine Unaufmerksamkeit. Ich war hier ganz ins Kochen vertieft. Oh, dich habe ich doch zuvor noch gar nicht getroffen. Dann lass mich eine Sache erläutern. Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass Konstrukte einem alles erklären. Das hat mir schon bestimmt der Dritte, der mir das sagt. Wir Konstrukte erfüllen diverse Funktionen. Dazu gehört, Leuten wie dir alles Mögliche zu erklären. Aha, okay, interessante Information. Wenn du Fragen hast, wende dich an ein Konstrukt. Wir werden sie stets beantworten. Also, möchtest du mehr über das Kochen erfahren? Ja, sicher. Oh, wenn du so fragst, ist Kochen wohl absolutes Neuland für dich. Ich finde das gut, muss ich ehrlich sein, dass die hier für Leute, die die Breath of the Wild nicht gespielt haben, quasi diese ganzen Grundfunktionen nochmal erklären. Finde ich super. Doch, also dass es hier dann quasi auch wieder so eine Art Tutorial-Insel gibt. Ist super gemacht. Wie gesagt, nicht jeder hat den ersten Teil gespielt und die Leute, die das dann nicht kennen, können es so trotzdem lernen. Finde ich eine super Sache.
Nun, denn ich werde dir die Grundlagen des Kochens beibringen. Bitte. Kochen, Schritt 1, Zutaten in die Hand nehmen. Schritt 2, alles in einen Topf über einem Feuer werfen. Guten Appetit. Aber die Welt des Kochens bietet noch viel mehr. Man muss sich nur ein bisschen einarbeiten. Die Kombination der Zutaten ist der Schlüssel zu vielen verschiedenen Speisen, die ebenso viele Effekte haben. Manche Speisen halten warm, manche gewähren neue Ausdauer. Insekten und anderes Kleingetier ergeben zusammen mit Monsterteilen Medizin. Diese ungewöhnlichen Zutaten solltest du aber nie mit gewöhnlichem Essen in den Topf werfen. Dies alles weiß ich freilich nur dank meiner Erschaffer, denn selbst habe ich kein Bedürfnis für Nahrung. Such mich gern wieder auf, wenn du Fragen zum Kochen hast. Ich werde meinen Posten nicht verlassen. Oh je, wie spät es schon ist. Meine Kocharbeit hat mich völlig die Zeit vergessen lassen. Ich will ruhen, bis die Zeitglocke wieder schlägt. Doch frage mich jederzeit, falls ich etwas für dich tun kann. Okay, mach's gut. Haben wir noch ein paar Spurtlinge? Und. Ah, war da oben. War das jetzt die. Ist das die Zeitglocke? Hört es sich so an, ne? Oh ja, das scheint die Zeitglocke zu sein. Das scheint die Zeitglocke zu sein. Okay. Hallo, Rauru. Ich liebe es, den Tempel der Zeit von hier zu betrachten. Ich habe oft hier Rast gemacht, um mich an ihm zu erfreuen. Der Garten der Zeit liegt so friedlich da. Einzig die Zeitglocke durchbricht gelegentlich die Stille, um den Morgen oder den Abend einzuläuten. Mit dem Klang der Glocke wandelt sich das Antlitz dieser Insel. Wie schön ist nachts das Spiel der Glühwürmchen. Ja, ich habe diesen Ort stets sehr genossen. Okay. Ah, der ist auch schon tot. Das ist so traurig, dass wir mal so tote Leute treffen. Was haben wir denn hier? Noch einen wundervollen Pilz. Ein Stock. Wow. Vorsicht. Die Stöcke lasse ich mal hier. Da ist wieder ein. Das scheint mir doch jetzt hier so eine Art. Ne, wie mit den Bockblins immer, diese Lager. So. Da ist nämlich so eine Truhe. Und ich denke, wenn wir alle besiegen. Ausdauerknolle, die dicke Wurzel einer Wildpflanze aus kühleren Gefilden. Dank der darin gespeicherten Nährstoffe erhöht sie als Kochzutat die Ausdauer. Wenn wir alle besiegen, dann bekommen wir bestimmt die Truhe. Sekunde, ich probiere das mal hier mit Pfeil und Bogen. Mist. Mist. Aua. Hör mal. Okay. Na. So. Nimm mal den Stock mit. Okay, ist voll. Da ist noch ein Schild. Verrosteter Schild. Dieser Metallschild hat wahrscheinlich einmal einem Ritter gehört, wurde jedoch schon lange nicht mehr verwendet. Er ist mitgenommen, aber noch zu gebrauchen. Ja,
haben wir schon gelernt, wie die Schildschnellauswahl funktioniert. Hallo. Ach, du brauchst gar nicht schießen. So. Ah ja, genau. Also funktioniert es genau wie mit den Bockblindlagern. Oder mit den Monsterlagern. Wenn wir alle Gegner besiegen, dann bekommen wir die Items. Oder beziehungsweise die Truhe. Den Pfeiler hätte ich gerne. Danke. Da sind noch die Items von dem anderen Gegner. Dann wird es hier doch bestimmt auch wieder einen Blutmond geben, nehme ich mal an. So. Naja, wir werden sehen. Also irgendeine Möglichkeit wird es wahrscheinlich geben, dass das sich wieder resettet sozusagen. Da hinten ist der Schrein, wo ich hin will übrigens. Opal, ein wertvoller Edelstein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmutt und soll die Kraft des Wassers besitzen. Okay. So. Hier habe ich alles mitgenommen. Wie es aussieht? Joa. Da hinten könnte ich mir wieder so eine lustige Bahn bauen. Oh, wer ist da? Ich will zu meinem Freund. Oh nein, steckt da jemand fest? Hallo? Da ist ein Krog. Ausdauerling. Ist das sein Rucksack? Ein nahrhafter Pilz mit großen Nährstoffreserven. Wenn du ihn kochst und verzehrst, gewinnst du Ausdauer zurück. Was ist denn mit dir passiert? Hallo? Oh je. Oh nein, wo ist nur mein Freund? Hm? Du kannst mich sehen? Ich bin ein Krog, also ein Waldgeist und zusammen mit meinem besten Freund reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Oh je. Da unten ist er. Okay. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Du kannst doch mit dem fetten Rucksack gar nicht laufen, mein kleiner Freund. Aber ich bin so erschöpft. Ich kann mich kaum bewegen. Oh je. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt würde? Okay. Ja. Dann sollte ich mich beeilen. Er ist erschöpft. Bauen wir dir vielleicht ich finde das so lustig, wie der da so an dem Rucksack dranhängt, Mann. Okay, pass mal auf, wir bauen ihm mal ein kleines Gefährt hier. So. Voilà. Voilà. So. Ja. Okay, zack. Und so, Moment. Mach mal so. Geh ich noch ein bisschen link. Boah. Nee, nee, so wollte ich das eigentlich nicht haben. Ach, was soll's, wird schon funktionieren, oder? Wir probieren es einfach mal. Stopp. Kann ich den Krog da drauf tun? Ja. Uff. So. Den klebe ich da jetzt einfach fest. So. Hui. Auf. Okay. Schauen wir mal. So, mein kleiner Freund. Auf geht's. Hui. Yay. Geschafft. So, komm mit. Lass los. Sehr gut. Da haben wir ihn. Ja. Ja, so. Hallo. Ihr seid da. Oh.
Da ist er. Du hast meinen Freund hier gebracht. Danke. Viel habe ich nicht, aber das hier gebe ich dir. Aber wenn du magst, kannst du das hier... viel habe ich nicht, was ich dir geben kann, aber wenn du magst, kannst du das hier haben. Ein Krog-Samen mal zwei. Diesen kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Genau. Okay, also gibt es jetzt hier auch andere Krog-Aufgaben. Tschüssi. Tschüssi. Die zwei. Oh, guck mal, der Rucksack einfach. Der ist viel zu groß. Wie bewegen die sich denn? Oh Mann. Das ist lustig. Kann ich, ich euren Topf hier klauen? Nochmal mit dir sprechen? Dank dir bin ich am Ziel. Ja, viel Vergnügen, ihr zwei. Das ist niedlich. Oh Mann, oh. Ist das süß, so. So, da haben wir noch eine Energiesphäre. Sehr schön. Also gibt es hier auch andere Aufgaben. Finde ich gut. So, und dann können wir uns hier ja dann eigentlich da ein Boot bauen, um da rüber zu kommen, oder? Bauen wir uns erst ein Boot mit Haken und dann machen wir den Haken nachher wieder ab, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, was haben wir denn hier noch? Mehr Haken? Gut, dass hier überall so Zeug rumliegt, sonst wäre es ein bisschen blöd, ne? Ja. Zack, 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 zack. Okay. Ja, dann würde ich sagen, baue ich mir mal ein Boot. Sekunde, Sekunde. Da brauche ich das hier wieder. Machen wir das mal hier. So dran. Ja, das soll mir so reichen. Wie kriege ich jetzt das Segel mit runter, ist die Frage. Ich klebe das erstmal so hier hinten dran. Nur damit ich es dann bei habe dann. So. Moment. So. Nein? Nicht so? Aber das funktioniert so nicht. Moment. So. Jetzt müsste es doch gehen, oder? Ja. Na wunderbar. Also das mit dem Verbinden finde ich eine klasse Sache. Ist nur manchmal ein bisschen kompliziert. So. Okay, jetzt gib mal her wieder. Halt's mal daran fest. Und dann schüttel ich das mal ordentlich gleich. So, dich brauche ich nicht mehr. Okay. Und das hätte ich dann gerne da so drauf. Ja, das sieht doch gut aus. Wir haben ein hübsches Bötchen. Das werden wir gleich zu Wasser lassen. So, lass mal los. Okay, Freunde. Hier ist erstmal wieder ein böses Konstrukt. Halt. Nein. Nein. Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Aua. Das wollte ich gar nicht. So. Ein Prügel aus dem Ast eines Baumriesen gefertigt. Nicht sehr robuste Schlagwaffe. Wenn man sie doch im Kreis schwingt, ist ihre Angriffskraft gar nicht zu verachten. Und da liegt noch einer. Kann ich den auch noch mitnehmen? Nee, aber den würde ich gerne mitnehmen. Sekunde, dann sortieren wir. Das können wir ja wahrscheinlich nicht wegschmeißen, ne? Nee. Dann schmeiße ich das hier weg, weil es eh fast kaputt. Und nehme dafür lieber den Prügel mit. So. Okay, gut, Freunde. Dann soll es das aber für heute wieder gewesen sein.
Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst mir doch gerne... Oh, wartet, die will ich noch haben. Warten wir noch kurz mit der Verabschiedung. Sekunde. Die hätte ich gerne. Dann schmeißt du das weg, nimmst dafür die Axt mit. So. Gut, jetzt aber. Also, wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Tears of the Kingdom. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.